Das Sommerhaus der Stars-Kandidat Johannes Haller war bereits in einigen TV-Formaten zu sehen. Versuchte er zu Beginn seiner TV-Karriere noch Bachelorette Jessica Paschka zu erobern, wurde er schließlich bei Bachelor in Paradise fündig und traf dort auf seine langjährige On-Off-Freundin Jalis Cock. Doch die Beziehung ist inzwischen endgültig vorbei und Haller kehrte abseits der TV-Kameras zu Paschka zurück. Eine Liebesgeschichte, die wohl niemand erwartet hätte. Bislang war er beruflich hauptsächlich in seiner Position als Außendienstmitarbeiter in der Baumaschinenbranche tätig. Mittlerweile hat er jedoch auch erste Gehversuche in der Modelbranche gewagt. Privat gilt seine Leidenschaft dem Segeln, dem er in seiner Freizeit in jeder freien Minute nachgeht. Das heißt, wenn ihm nichts anderes dazwischen kommt. Der gläubige Christ engagiert sich nebenbei nämlich auch ehrenamtlich in der Jugendarbeit und bildet junge Pfadfinder aus. Christ und Trash-TV? Passt das zusammen? Johannes sieht darin jedenfalls kein Problem. Nachdem Bachelorette Jessica Paschka sich gegen ihn entschieden hatte, nahm Johannes Haller wenig später an einer anderen RTL-Show teil. Bei Bachelor in Paradise lernte er Jalis Cock kennen. Gefunkt hat es aber schließlich nach der Sendung. Vor der Kamera waren sie noch lediglich Freunde. Im Mai 2020 gaben Jalis Cock und Johannes Haller ihre endgültige Trennung bekannt. Zuerst hatte die Influencerin Jalis vor allem positive Worte für ihren Ex parat, doch das änderte sich schnell. Bei Instagram schüttete sie ihr Herz über die zwei verlorenen Jahre aus, die sie an Johannes verschwendet habe. Mittlerweile hat sich Jalis aber von der Trennung erholt und ist mit Jimmy Blue Ochsenknecht liiert. Und Johannes Haller? Der ist in die Arme von Jessica Paschka zurückgekehrt. Im Oktober 2020 machte das Paar nach diversen Spekulationen in der Klatschpresse seine Beziehung öffentlich. Wenige Wochen später, Mitte Dezember 2020, verkündeten sie schließlich, dass sie Eltern werden und ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seit Beginn der Corona-Krise betreibt Johannes ein Bootsunternehmen auf Ibiza, mit dem er unter anderem Touren nach Formentera anbietet. Pamela Reif nahm seine Dienste bereits in Anspruch und ließ sich zusammen mit Bruder Dennis und Mutter Manuela Reif von Johannes nach Formentera schippern.